heute ganz kurz unser Unternehmen zu präsentieren und dann aber ganz spezifisch auf das Thema Network Monitoring im Kontext von Security einzugehen. Und der Vortragstitel lautet halt: Sicherheit ist kein Produkt, Sicherheit ist ein Weg. Das sehen wir auch so und da möchten wir auch ein bisschen was dazu erzählen. Zu Anfang, ja, Consistec ist ein inhabergeführtes mittelständiges Unternehmen und wir sind Hersteller der Produktlinie Keplon. Das ist schon eine Besonderheit, wenn man sich so unsere Marktbegleiter anschaut. Das sind halt schon sehr große, angelsächsisch dominierte Konzerne. Wir machen das nicht erst seit gestern, sondern ein bisschen länger. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und wir haben jetzt über 20 Jahre Expertise im Netzwerkmonitoring. Und ja, der Kundenstamm ist recht breit, vom KMU bis zum Großkonzern. Wir sind Preferred Supplier der Deutschen Telekom, sind dort auch mit Monitoring-Themen gestartet. Ja, wir haben zwei Geschäftsbereiche. In dem einen Geschäftsbereich entwickeln wir Software für technische Systeme. Man müsste eigentlich noch hinschreiben: sichere Software für technische Systeme. Das interessiert uns heute ja weniger. Im zweiten Geschäftsbereich geht es um die Erfassung und Analyse von Netzwerkdaten. Das wird heute also auch das Thema sein. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, um unseren Kunden, die sind auch hier aufgelistet, einfach ein ganzheitliches Angebot machen zu können im Bereich der Begleitung von Security-Themen. Was uns auszeichnet, ist sicherlich, dass wir hier sehr forschungslastig als KMU sind. Das hat auch dazu geführt, dass der Stifterverband uns ausgezeichnet hat als Forschungsunternehmen in Deutschland. Das macht auch für uns absoluten Sinn, da ja Produkte, die wir produzieren, halt sehr anspruchsvoll sind und wir uns dann auch international gerne messen. Ja, kommen wir zu dem, was wir jetzt in diesem Bereich tun. Das Produkt oder diese Produktlinie nennt sich Keplon. Keplon ist ein Akronym, steht für Capture All Packets Loose None. Das zeigt auch eine unserer technischen Stärken. Wir können also auch in Hochgeschwindigkeitsnetzen, wir kommen halt aus der Telekommunikationsbranche, sehr sinnvoll und völlig verlustfrei Daten erfassen und analysieren. Man sieht hier vier Produktsegmente. Das Decoding und Network Recording ist sozusagen das Basisprodukt. Da geht es um das Aufzeichnen auf dem Hochgeschwindigkeitsnetz, dass ich jedes Bit mitbekomme für korrekte Analysen. Das wird verwendet zur permanenten Indiziensicherung, zur Unterstützung forensischer Analysen. Es wird aber auch für Tracing-Szenarien, also zur Fehleranalyse von Technikern verwendet. Das zweite Produkt ist Netzwerk- und Service-Monitoring. Das ist das Produkt, über das wir heute schwerpunktmäßig berichten werden. Da geht es um das ganz große Thema Transparenz, was ja heute Inhalt ist. Es geht um die Kontrolle über alles, was im Netzwerk passiert. Und das setzt voraus, dass ich das auch alles mal sehen kann. Es geht darum, möglichst frühzeitig Probleme erkennen zu können. Das können technische Störungen sein. Das kann natürlich auch eine Security-Attacke sein. Und das ist am Anfang oft gar nicht mal so trivial abzugrenzen. Letztendlich geht es auch darum, Probleme beheben zu können und dann Unterstützung zu erhalten. Es geht um das Thema Visualisierung. Ja, die zwei weiteren Produkte noch der Vollständigkeit halber, das ist VoIP-Monitoring und Fraud Prevention. VoIP-Monitoring, Fraud Prevention, das wird bei kleinen und großen Carriern eingesetzt. Da geht es halt um die Überwachung von SIP-Infrastrukturen und der Vermeidung von Telefonmissbrauch. Und die vierte Säule ist Security-Monitoring. Das positionieren wir ganz bewusst als Ergänzung zum Netzwerk- und Service-Monitoring. Und warum wir das so tun, das werden wir anschließend noch berichten. So. Jetzt nur der Vollständigkeit halber, die nächste Folie ist die sichtbar. Ich hoffe, gut. Ja, warum beschäftigen wir uns mit dem Ganzen? Ja, die Frage ist halt letztendlich nicht, werde ich angegriffen oder nicht, sondern wann. Und wenn man sich die Firewall bei Unternehmen anschaut, passiert das auch allen Unternehmen tagtäglich. Ja, Sicherheit ist unsere Aussage, ist kein Produkt. Sicherheit ist ein Weg. Und dieser Weg kann ziemlich, der ist ziemlich verworren und oft gar nicht so klar sichtbar für viele. Und alleine, wenn man sich so die unterschiedlichen technischen Ansätze anschaut, gibt es ganz viele verschiedene Konzepte, verschiedene Technologien. Manche sagen, man muss auf Endpoint Protection setzen. Andere sagen, ja, SIEM-System ist das Mittel der Wahl. Und es ist da oft schwer, sich in diesem Dschungel zu behaupten. Und dann geht es ja nicht nur um das Thema Monitoring, es geht ja auch noch um aktive Maßnahmen, um Sicherheit herzustellen.
Und insofern sind wir der Überzeugung, Sicherheit ist ein Weg, hat viele Aspekte und ist keinesfalls durch ein einziges Produkt zu realisieren. Ja, schauen wir uns an, wo stehen denn jetzt viele Unternehmen? Die haben in der Regel einen Virenschutz, sie betreiben Patch-Management, hoffentlich zeitnah, schützen ihr Unternehmen am Perimeter durch eine Firewall. Und dann gibt es natürlich noch Unternehmen, die machen noch ein bisschen mehr. Die haben sich schon diesen organisatorischen Maßnahmen gewidmet, orientieren sich dann am IT-Grundschutz oder an der ISO 27001, führen idealerweise auch Warnings-Trainings für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch und gegebenenfalls gehen sie auch hin und lassen sich von außen durch Pentests mal auf den Zahn führen. Die Frage ist, wie viel Sicherheit ist das denn? Das absolut zu greifen, jetzt hier auf einer Folie, ist, denke ich, unseriös. Allerdings, was uns wichtig ist, hier einfach ganz klar herauszustellen, es ist unmöglich, sich Angriffen auf die eigene IT- oder OT-Infrastruktur komplett zu entziehen. Was man machen kann, man kann sich unattraktiv für Angreifer machen. Und in dem Kontext ist unser Credo, 80% ist aus unserer Sicht hier das neue 100%. Aber wie kann ich diese 80% denn jetzt erreichen? Was kann man denn da alles machen? Und über diese Basisschutzthemen haben wir schon gesprochen. Virenschutz, Firewall oder halt etwas besser noch eine Next Generation Firewall, Patch Management, Schwachstellen eliminieren, Awareness Trainings. So, und unser Weg, den wir hier aufzeigen wollen, in Richtung Sicherheit, der beginnt mit Transparenz. Und das schauen wir uns noch näher an. Dann ganz klar die organisatorischen Maßnahmen. Und wenn ich dann halt diese durchgeführt habe, ich weiß, was ich in meinem Netz habe, wer mit wem spricht, welche Dinge wichtig sind, dann kann ich natürlich auch eine Risikobewertung machen. Und das ist ungemein hilfreich, um unter Kostengesichtspunkten und unter Beherrschbarkeitssichtpunkten ein gutes Monitoring einzurichten. Ja, dann geht es um Netzsegmentierung. Das kann ich dann natürlich auch machen, falls ich es vorher noch nicht getan habe. Und es geht um die Überwachung des Normalzustandes. Es geht um den Schutz der Kronjuwelen und es geht darum, die Hauptangriffsszenarien zu betrachten und die eigenen Maßnahmen danach auszurichten. Und beim Thema Überwachung des Normalzustandes noch ein Hinweis, sobald auf den Produkten halt Artificial Intelligence oder KI draufsteht, dann steckt letztendlich maschinelles Lernen drin. Da gibt es ein paar Hauptkategorien im maschinellen Lernen. Es gibt viele Algorithmen, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und was halt sehr schnell passiert, oder ich muss diese Dinge, und das müssen wir auch tun, halt verwenden, wenn ich große Strukturen untersuchen möchte, dann kann ich mich nicht von Hand zu Fuß durchhangeln und individuelle Regeln vergeben. Das geht eher bei kleineren und mittleren Strukturen. Dann brauche ich derartige Dinge. Allerdings habe ich mehr oder weniger mit dem Thema False Positives zu tun. Und das ist einfach ein Kostenfaktor und für viele mittelständige Unternehmen dann auch ein K.O.-Kriterium. So. Ja, das habe ich noch vergessen. Es ist natürlich total hilfreich, egal welches Produkt Sie einsetzen. Wenn Ihr Produkt einen Alarm wirft und sagt, ah, hohe Kritikalität, das wird noch irgendwie beschrieben. Das gibt es auch bei einem unserer Marktbegleiter in einer sehr umfassenden, sehr anschaulichen Form. Da gibt es ganz tolle Produkte. Aber letztendlich will ich ja als Mensch, der davor sitzt, wissen, hat die Maschine jetzt recht oder hat sie nie recht oder nicht recht. Und insofern ist es aus unserer Sicht enorm hilfreich, wenn ich die Möglichkeit habe, solche Anomalien selbst bewerten zu können. Ja, für uns beginnt der Weg zur Sicherheit mit Transparenz. Mit dieser Sichtweise sind wir nicht ganz alleine auf dem Planeten. Forrester Research hat, das war im Februar diesen Jahres, bei 665 europäischen IT- und Security-Verantwortlichen eine Umfrage durchgeführt. Und da habe ich mal ein paar Zahlen mitgebracht, die ich ganz spannend finde. 57% der Befragten sagten halt, dass sie eine durchgängige End-zu-Ende-Sichtbarkeit über ihr Netzwerk als unverzichtbar ansehen. 37% sagen, ja, dass es keine einheitliche Sicht zwischen den IT-Teams und den Security-Teams gibt. Ja, 29% sagen, eigentlich haben sie keinen Plan, wie sie so eine konsolidierte IT- und Sicherheitsstrategie umsetzen können.
Ja, wir sagen, man kann nur das schützen, was man kennt. Und dazu ist es enorm hilfreich, wenn ich weiß, was in meinem Netzwerk tatsächlich passiert, wenn ich alle kommunizierenden Geräte identifizieren kann, wenn ich verstehen kann, was ist in meinem Netzwerk normal, wenn ich mir das vielleicht sogar auch anschauen kann, wenn ich es also visualisieren kann. Und dann geht es natürlich auch darum, Anomalien zu erkennen. Und das kann man natürlich in einer Form machen, sodass ich eine konsolidierte Sicht sowohl für den Operation-Bereich als auch für die Security-Teams habe. Warum ist das ein guter Einstieg? Aus unserer Sicht ist es ein guter Einstieg in dieses Thema, weil wir einen sehr geringen Integrationsaufwand bieten. Ab dem ersten Tag habe ich verwertbare Ergebnisse. Ich brauche dazu auch keine Anlernphase. Wenn technische Störungen auftauchen, habe ich ein Instrumentarium an der Hand, was es den IT, den Operation Teams erlaubt, diese technische Störung sehr schnell einzugrenzen und zu beheben. Ich kann eine Überwachung etablieren mit Network und Service Monitoring, das völlig positiv frei ist. Insofern fallen auch die entsprechenden Ressourcenanforderungen weg. Ich habe eine Investitionssicherheit durch eine sehr modulare Erweiterbarkeit. Und ich habe ja am Anfang gesagt, wir docken mit dem Security Monitoring daran auf. Das ist so ein Modul, das kann ich auch eigenständig betreiben, wenn ich das möchte. Wir empfehlen es immer in einer Kombination. Und man hat natürlich auch diesen ganz großen Punkt Kostenreduktion mit im Blick. Weil ich habe eine Lösung für das Operation und eine und die gleiche Lösung für die Security Teams. Abschließend, ja, komme ich wieder zum Anfang. Wir sind ja ein deutsches und mittelständiges Unternehmen. Das heißt, was wir machen, ist made in Germany. Und diese Datenschutzthemen und Vertrauenswürdigkeit, Datenschutz, Datensicherheit hängen wir sehr hoch, auch durch technische Maßnahmen. So, und dann kommen wir schon zum praktischen Teil. Ich übergebe an meinen Kollegen Patrick Michel. So, viel Spaß. Genau. Ja, ich möchte Ihnen quasi gerade mit diesem Transparenzgedanken einfach ein bisschen mal an der Oberfläche vom Kaplan-Produkt ein bisschen einführen, wie wir Transparenz herstellen wollen. Das Ganze fängt bei all unseren Produkten, bei allen Kaplan-basierten Produkten mit der Trace-Komponente an. Das ist ja unsere große Stärke, unser Hintergrund, dass wir wirklich auch bei sehr Hochgeschwindigkeitsnetzen noch verlustfrei alles mitschreiben können. Das heißt, bei vielen Konkurrenzprodukten schaut man nur auf den Perimeter zwischen der Firma und dem Internet. Einfach allein, weil die Datenraten nicht so groß sind. Wir versuchen wirklich, alles, was in Ihrem Netzwerk passiert, zu sehen. Und aufgrund der Natur der Sache in Netzwerken ist das alles sehr flüchtig. Eine Kommunikationsbeziehung zwischen zwei Partnern ist im Millisekundenbereich wieder beendet und Sie können sie nicht mehr sehen, Sie können sie nicht analysieren. Das heißt, der Tracer ist die Basis, der schreibt alles verlustfrei mit, was bei Ihnen im Netzwerk passiert. Das heißt, sowohl den Traffic, den Sie wünschen in Ihrem Netz, der für Ihren Betrieb notwendig ist, aber halt auch der Traffic, der durch Fehlkonfiguration von Systemen entsteht oder Fehlverhalten von Mitarbeitern oder gar von Schadsoftware, die sich in Ihrem Netz ausbreiten will oder Daten nach außen leiten will. All das sehen Sie nur, wenn Sie tatsächlich auf die Datenautobahn, auf den Highway gucken, was da wirklich vor sich geht. Das finden Sie im Zweifelsfall dann nicht in einer Logdatei von Ihrem eigenen System, was damit gar nichts zu tun hatte. Genau, und das heißt, was wir hier sehen, ist einfach eine Liste von momentan laufenden Analysejobs. Je nachdem, wie viel Plattenspeicher man spendiert für seine Forensik, für so eine Datenhaltung, können Sie damit Stunden, Tage oder ganze Wochen in die Vergangenheit schauen. Zu beliebigen Zeitpunkten auf jedem Kabel quasi noch jedes Paket sich auch wieder anschauen. Das erzeugt natürlich eine riesige Flut von Daten, in der ein enormer Schatz an Informationen steckt, die wir versuchen für Sie zu analysieren, zu extrahieren und Ihnen dann zu präsentieren. Und in diesem ganzen Dschungel an Daten noch die Übersicht zu behalten, deswegen machen wir schon von Haus aus eine Voranalyse, mit der Sie quasi nach Ihrer gegebenen Netzwerkstruktur und Topologie wir das Ganze Ihnen grafisch präsentieren können. Das heißt, wir analysieren und aggregieren die Daten so, dass sie leicht und schnell durchsuchbar sind, obwohl es Terabyte bis Petabyte sein können, die da wirklich dann im Hintergrund gespeichert und analysiert werden. Das heißt, trotzdem sind die Daten noch so detailliert gespeichert, dass Sie hier den Zeitraum quasi beliebig festsetzen können. Sie können beliebig sagen, bis auf Minuten genau runter auf jedem Kabel quasi schauen, was da an Kommunikation gelaufen ist. Sie können das Ganze aber auch aggregiert über die letzten 2 Tage oder die letzten 7 Tage anzeigen lassen. Und dann, um das Ganze zum grafisch explorierbar zu machen,
Da sehen Sie hier zum Beispiel unser Testsystem unterteilt die Netzbereiche in einen externen und einen internen Bereich, die wiederum weiter unterteilt sind. Das heißt, Sie können sich hier dann anschauen, unsere Proxys, mit denen reden die, wie viel Datenvolumen ist da eigentlich über die Zeit, ich habe jetzt hier 48 Stunden eingestellt, gelaufen. Das heißt, hier sind Gigabyte an Daten transferiert worden. Und Sie können sich hier dann entsprechend weiter reinklicken und schauen, wer agiert da eigentlich. Zum Beispiel unser Proxy-Server hier. Mit wem redet der eigentlich? Na gut, einerseits im externen Bereich mit diesem Customers Public oder so Private Public. Und auch hier können Sie sich entsprechend dann weiter reindrillen und sehen dann genau hier, mit wem der alles redet. Ah, hier ist zum Beispiel eine Active Directory. Das heißt, im Hintergrund ist auch eine Asset-Datenbank, wo Sie erkannte Systeme bei Ihnen im Netzwerk mit Namen, mit Bild und mit Metainformationen hinterlegen können. Vielleicht an der Stelle eine kleine Ergänzung. Also das System ist so konzipiert, dass Sie bestehende CMDBs anbinden können. Dann werden die entsprechenden Informationen hier natürlich auch angezeigt. Unserer Erfahrung nach hat nicht jedes Unternehmen eine CMDB und insofern haben wir eine Minimalfunktionalität hier realisiert, die dann doch gegenüber dem, was man oft sieht, Excel-Listen, die mehr oder weniger vollständig sind, eigentlich einen Mehrwert. Aber das nur als Ergänzung. Genau, also wir können da alles importieren, was Sie auch schon mal ein bisschen über eigenes Netzwerk haben. Und sehen halt hier Laptops, Router und so weiter, alles, was Sie da an Infrastruktur haben, kann man hier entsprechend wiederfinden, sodass Sie sich in Ihrem Netzwerk auch wiederfinden. Und das ist schon eine der erste Variante, wie Sie Einblick in Ihre Netzwerkkommunikation bekommen können, wo man normalerweise als Mensch einfach überhaupt keine Chance hat, irgendwie mal einen Blick reinzuerhaschen. Genau. Und was Sie hier sehen, ist ja jetzt letztendlich unser Testlab, was hier visualisiert ist, das mit intern und extern, das ist ja gut. Das wird natürlich in Ihrem Unternehmen völlig anders aussehen. Da haben Sie vielleicht drei Standorte, Standort A, B und C. Die Standorte sind aufgeteilt und dann kann man auch ganz unterschiedliche Mechanismen verwenden, was einem wichtig ist. Man kann es mehr nach Lokalität machen oder auch nach Funktion der IT-Systeme. Und was die dann sehen, ist ein Strukturbild, das sie dann direkt aber auch wiedererkennen und zuordnen. Genau, das Ziel ist, dass Sie Ihre Struktur da wiedererkennen und in einem typischen Netzwerk hat man aber halt natürlich Tausende, Zehntausende, Hunderttausende sprechende Aktoren und das heißt, man muss das Ganze strukturieren. Wir erlauben Ihnen da hier beliebig viele von diesen Strukturierungen also zu hinterlegen, sodass Sie sich da auch wiederfinden. Und das ist auch sehr einfach und sehr schnell umzusetzen. Das ist kein Aufwand. Auf der gleichen Datenbasis, das ist jetzt ja die grafische Visualisierung, können Sie natürlich auch vollkommenfrei Dashboards definieren, wo Sie dann alle Metriken und Stellgrößen Ihres Netzwerks direkt im Blick haben. Die Darstellungsform ist hier auch bei jedem Widget, also die Widgets sind voll konfigurierbar, die Darstellungsform ist bei jedem Widget wählbar. Das heißt, ob Sie hier zum Beispiel ein Kuchendiagramm haben wollen, wo Sie anteilig sehen, wie viel UDP, SCDP, TCP-Traffic Sie haben oder wer am meisten sendet oder wer am meisten empfängt. Das ist alles quasi frei konfigurierbar. Also bis hin zu den wirklich harten Zahlen. Hier momentan haben wir die größten Kommunikationspartner im externen Bereich mal aufgeschlüsselt. Das heißt, hier geht der meiste Netzwerk-Traffic tatsächlich von den privaten Kunden zu den Privatkunden mit hier 11,7 Gigabyte. Beziehungsweise die Paketzahl ist die meiste, Traffic-Menge ist tatsächlich hier auf Top 2 sogar ein bisschen höher. Genau, das Ganze kann man sich auch grafisch über die Zeit entsprechend aufschlüsseln lassen. Sie sehen hier bei unserem Testsystem, dass wir da in der 10-Stunden-Schleife die Daten einspülen, das ist visuell direkt erkennbar. Bei Ihnen wird das je nachdem, ob Sie einen Tag-Nacht-Betrieb haben, da ist es immer ganz klar, Mittagspause ist immer gut zu erkennen. Das heißt, man sieht hier den zeitlichen Verlauf, kann natürlich jederzeit hier irgendwie mal ranzoomen will, entsprechend sich dann weiter reingraben. Das heißt, hierüber und über die Filtermöglichkeiten, dadurch, dass wir die Daten bis zur Minutengrenze erfassen und für jede Kommunikationspaar bis IP-Ebene runter getrennt erfassen, können Sie hier einen Drilldown machen und wirklich, obwohl wir Terabyte an Daten hier haben, quasi genau die Root-Cause-Analyse machen und Probleme finden bis auf das Kabel runter, also wirklich die Verbindung zwischen zwei Rechnern. Wir analysieren eine Menge Statistiken standardmäßig, unter anderem auch im TCP-Bereich. Wir können im Prinzip, da wir die Pakete alle sehen, dekodieren bis auf Layer 7 auch beliebige interessante Stellgrößen ermitteln. Also von Haus aus ist das, sind halt die interessanten, die Kunden auch direkt wiederfinden, solche TCP-Statistiken, da geht es um Antwortzeiten, Resets. Security-Kontext, natürlich auch ganz relevante Protokolle wie SMB oder DNS. Genau. Und da können wir auch bis in die Payload halt reinschauen und das hat im Zweifelsfalle, ist das enorm hilfreich für einen Techniker zu sehen, okay, das Protokoll wird missbraucht oder es ist eine reguläre Anfrage. Genau, das heißt, ich sehe zum Beispiel, ich hatte allein in den letzten 8 Stunden hier 57.000 Resets, kann jetzt hier gucken,
einen Drilldown machen, wo kommen die her. Wenn ich dann die beiden Rechner gefunden habe, die dafür verantwortlich sind, kann ich hier auch wieder jederzeit in die Trace-Komponente springen und als Techniker mal wirklich auch wieder die Pakete, die damals übertragen wurden, auch wieder anschauen. Also es ist halt ein Trace, wer das möchte, genau. Wenn ich genau herausfinden will, was da ist. Also genau. Ja, das ist jetzt quasi Ihre Möglichkeit, in den Datenfluten noch den Überblick zu behalten. Wenn man jetzt Richtung Security schauen will, dann auch mit diesen Daten können Sie im Grunde alles erkennen, was in Ihrem Netz vorgeht. Sei es jetzt, dass ein Rechner infiziert wurde und über einen Portscan versucht, Schwachstellen in Ihrem Netzwerk zu finden. Das können Sie mit dieser Art von Daten direkt erkennen. Oder ob Daten ausgeleitet werden sollen, ob nach Samba-Schnittstellen geguckt wird, die offen sind zur Verwaltung. Das heißt, daran anschließend haben wir ein Alarming-Modul. Und vielleicht bevor wir dazu noch kommen, die meisten unserer Kunden betreiben das dann wirklich, indem sie sich selber Dashboards bauen. Die sind dann oft auch standorttypisch oder Problemsysteme werden explizit in den Fokus genommen. Und welche Widgets mit welchen Informationen da drin stecken, das kann der Kunde selbst entscheiden. Das ist auch ganz einfach umzusetzen. Gerne unterstützen wir auch. Aber viel spannender ist es natürlich, wenn ich nicht selber immer auf den Monitor schauen muss, sondern wenn ich das die Maschine mache. Das ist eben auch was für mich, wenn ich nicht selber davor sitze und dann Stunden damit verbringe. Und da kommt Capcom von Haus aus schon mit haufenweise Regeln, die vordefiniert sind, die jetzt nicht unser Testsystem hier sind, die in diese Richtung gehen, dass man relevante, security-relevante Dinge auch alarmiert bekommt. Zum Beispiel, wenn im kritischen Subnetzbereich neue Kommunikationspartner auftreten, neue Kommunikationsbeziehungen oder bestehende Kommunikationsbeziehungen wirklich einen untypischen Zuwachs an Traffic haben. Wenn der Fernwartungszugang zu einer völlig schrägen Zeit genutzt wird, Das heißt, neue Protokolle auftauchen, die da nicht vorgesehen sind. Vieles von dem kann man generisch testen, das heißt, die haben Sie von Haus aus. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, über diesen Regeleditor dann auch beliebige andere Regeln zu hinterlegen, die für Ihr Netzwerk spezifisch sind. Insbesondere interessant, wenn Sie schon Probleme hatten und dafür eine Regression einbauen wollen, dass Sie beim nächsten Mal auch direkt Bescheid bekommen wollen. Und dann müssen Sie auch nicht aktiv das Tool verwenden, sondern Sie kriegen direkt Bescheid. Genau. Das heißt, damit kann man quasi schon vollautomatisiert sich benachrichtigen lassen, wenn irgendwas im Netzwerk nicht ganz richtig ist. Ja, gehen wir vielleicht noch ganz kurz auf das Thema Datenschutz ein. Genau, also Netzwerk-Tracer hat natürlich seine Datenschutzberechtigung aufgrund von Betriebssystemen, auch vom Datenschutz. Da soll man ja nach Bundesdatenschutzgesetz im Rahmen der technischen Möglichkeiten auch die Wirksamkeit von technischen Maßnahmen überwachen. Und Tracing, gerade zum Beispiel Zugriff auf Datenbankserver, kommt das nur aus den richtigen Netzbereichen von den erlaubten Mitarbeitern. Das lässt sich mit so einer Tracing-Lösung überwachen. Umgekehrt haben wir natürlich aber auch eine Stelle, an der alle Ihre Firmendaten auch vorgehalten werden, eben gerade zur Forensik. Das heißt, man ist in diesem Spannungsfeld aus Datenschutz, Datensicherheit, wo man angehalten ist, Sachen zu speichern, aber natürlich auch sicherstellen muss, dass nicht in falsche Hände geraten. Und von daher haben wir da auch als deutsches Unternehmen halt einen großen Fokus drauf gelegt, dass wenn man hier auf Rohdaten gerade, also das ist das, sagen wir mal, wo noch nichts wegaggregiert wurde, wo noch wirklich alles zu sehen ist, im Zweifelsfall von jedem Mitarbeiterrechner, wenn darauf Zugriff gewährt werden soll, dann kann man das bei uns durch eine Pseudonymisierung leiten und dann beim Download entsprechend so entfremden, dass nur noch die Teile von Paketen sichtbar sind, die auch für die Analyse wirklich wichtig sind. Und nur ganz exemplarisch haben wir ein Pseudonymisierungsprofil, wo HTTP-Traffic gerade im Fokus steht und wo Sie hier sehen, dass Sie quasi schon in der Request-Zeile beliebige Teile davon pseudonymisieren können. Auf TCP-Ebene will man zum Beispiel die Flags behalten, man möchte aber die Options alle wegschmeißen, wenn man daraus eventuell Rückschlüsse auf den Host ziehen könnte. Die Ports sollen natürlich behalten werden, weil ich weiß, wo der Traffic herkommt. IP-Bereich, aber IP-Adressen sind typisch das Fall, das will ich nicht, dass nach außen dringen. Wenn ich das im Capture mal dem Dienstleister übermitteln möchte, da kann ich die pseudonymisieren lassen und bei uns sogar so, dass Subnetze noch erhalten bleiben. Das heißt also, IPs, die vorher im selben Nutzer Subnetz waren, sind auch in der pseudonymisierten Fassung im selben Subnetz, dass die Struktur nicht verloren geht. An der Stelle möchte ich Sie dann aber auch beruhigen, diese Pseudonymisierungsprofile liefern wir mit. Da müssen Sie sich nicht selbst drum kümmern. Da kann man sich nämlich selbst ganz schnell austricksen, wenn man glaubt, was zu tun. Und Felder tauchen halt oft mehrfach auf. Und wenn ich dann eins vergesse, hätte ein sehr kundiger Angreifer dann doch noch eine Möglichkeit, die Informationen. Also bei dem Thema geht es halt auch darum, dass man das richtig einstellt, sodass die Analyse noch möglich ist, aber keine anderen privaten Daten nach außen dringen. Und das ist keine normale feste Grenze, die man einmal einstellt, sondern es hängt halt von der Anwendung ab, die Sie haben. Und auch den Policies in den Unternehmen. Und da kann man wirklich wie so ein Potentiometer mehr Richtung Datenschutz oder mehr Richtung Analysemöglichkeiten was relativ frei einstellen. Ist auch enorm hilfreich bei den Gesprächen mit Datenschutzbeauftragten und dem Betriebsrat.
So, ich denke, dann haben wir einen Durchstich gemacht. Ich hoffe, es war interessant und wir stehen gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen lieben Dank erstmal von meiner Seite und auch von Seiten der Teilnehmer für die Ausführungen. Und gerne greife ich noch ein, zwei Fragen auf, bevor wir dann im Programm weitermachen. Funktioniert Ihre Lösung dann auch eigentlich standortübergreifend? Und wie sieht es bei großen Infrastrukturen und hohen Datenvolumen aus oder Datenraten? Okay, ich fange mal von hinten an. Wir kommen jetzt wirklich aus dem Bereich von hohen Datenraten und sehr großen Volumen aus dem Telekommunikationsbereich. Und das ist auch eine unserer Stärken, da ja, einer der technologischen Schwerpunkte im Haus. Räumlich weit verteilte Strukturen, mehrere Standorte, das ist eigentlich eine Paradedisziplin. Und da ist es so, dass diese Datenerfassung, und wenn ich jetzt an den OT-Bereich denke, also wirklich dann auch mit einer kleinen industrietauglichen Edgebox erfolgen kann, sodass man das auch in der Industriehalle an mehreren Stellen, mehreren Segmenten sehr sinnvoll abgreifen kann, das Ganze aggregieren kann. Man kann an jedem Standort eine kleinere Voranalyse fahren und kann das Ganze dann in einem Umbrella-System an einer zentralen Stelle dann auch alles visualisieren. Das heißt, so ein übergreifendes, standortübergreifendes Monitoring ist kein Problem. Und die große Stärke ist, ich sehe auch, wie Pakete von einem Standort zum anderen laufen. Ich kann Laufzeiten erkennen, Bandbreitenprobleme erkennen, gerade auf den Bahnstrecken. Das sind also sehr hilfreiche Informationen fürs Troubleshooting. Okay, ich denke, das wurde damit deutlich. Und können Sie noch ganz kurz zwei Sätze dazu sagen, wie Ihre Lösung integriert wird? Gut kann auch bestehende Tools in der Welt aufgesetzt werden? Oder genau, alles, was Sie hier gesehen haben, was wir an Daten erheben, auch was Sie in der Oberfläche gesehen haben, ist über standardisierte REST-Schnittstellen auch für Sie direkt abgreifbar. Und der Capron lässt sich auch komplett über REST-Schnittstellen steuern. Das heißt, das wird auch viel bei Integrationstests bei unseren Kunden verwendet, um vollautomatisch Tests zu fahren. Das ist quasi Trailstops gestartet werden, im Netzwerk irgendwas umgestellt und man kann quasi wieder durch Auslesen über die Informationen über REST-Schnittstellen testen, dass die Umstellung funktioniert hat. Das heißt also, Sie haben da als Kunde wirklich vollen Zugriff drauf, sowohl steuernd als auch auf alle Informationen, die wir hier. Jetzt kann ich nur vermuten, vielleicht geht die Frage auch in die Richtung, wir können natürlich auch mit Fremdprodukten sehr gut kommunizieren, was man oft findet, dass wir Informationen aus dem Netzwerk generieren und das noch einem Siem-System zur Verfügung stellen, wenn ein Unternehmen sowas schon im Einsatz hat. Und das ist also technisch auch gar kein Problem und wir bieten da ganz unterschiedliche Standardmöglichkeiten zur Konnektierung. Okay, gut. Dann danke ich Ihnen nochmal auch fürs Aufgreifen der Fragen. Es wird Zeit, dass wir drei uns verabschieden. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind.